Unsere Warschau schon gesehen. Ja, das sollte mal geschehen. Was sie ignorieren, Polen souverän. Leben sie auf diesem Stern? Sind sie überhaupt modern? Also ich persönlich lebe hier sehr gern. Die Häuser haben Strom, die Klempner ein Diplom. Im Fernsehen gibt es mehr als 2 Programme. Die Autos frisch lackiert und alle registriert. Das wussten Sie nicht, das glauben Sie nicht, ja dann kommen Sie doch einfach her. Haben Sie Warschau schon gesehen? Ja, das sollte mal geschehen. Was Sie ignorieren, Polen souverän. Leben Sie auf diesem Stern, sind Sie überhaupt modern? Also ich persönlich lebe hier sehr gern. Ich nippe am Kakao und schlendere wie ein Pfau durch Scharen schöner Frauen im Königspark. Die Eichhörnchen sind zahm, die Männer anschmiegsam. Das wussten Sie nicht, das glauben Sie nicht, ja dann kommen Sie doch einfach her. Haben Sie Warschau schon gesehen? Ja, das sollte mal geschehen. Was Sie ignorieren, Polen souverän. Leben Sie auf diesem Stern, sind Sie überhaupt modern? Also ich persönlich lebe hier sehr gern. Kulturpalast bombastisch, die Aussicht ist fantastisch. Am Horizont, da sieht man Moskau glitzern. Ich chill am Weichselstrand, im Liegestuhl entspannt. Das glauben Sie nicht, das spüren Sie nicht, ja dann chillen Sie doch einfach mit. Haben Sie Warschau schon gesehen? Ja, das sollte mal geschehen. Was Sie ignorieren, Polen souverän. Leben Sie auf diesem Stern, sind Sie überhaupt modern? Also ich persönlich lebe hier sehr gern. Die Polen warnen skeptisch, die Hauptstadt viel zu hektisch. Nur Krakau ist für Sie eine Reise wert. Wer sowas sagt, der lügt, hat sich noch nie vergnügt mit Frédéric Chopin am Regenbogen, den Königstrakt entlang mit Kutsche und Gesang. Sie können nicht singen, dann lernen Sie es doch, in Warschau ist alles drin. Haben Sie Warschau schon gesehen? Ja, das muss jetzt bald geschehen. Dafür wird's jetzt aber wirklich langsam Zeit. Leben Sie auf diesem Stern, sind Sie überhaupt modern? Nehmen Sie sich doch einfach frei und dann kommen Sie mal vorbei. Ja, ich warte auf Besuch, ach, es wäre doch ein Versuch. Also ich persönlich hab es nie bereut. Echt nicht.